Im Mai 2023 schockt die Trennung von Ina Müller und Johannes Oerding. Wir blicken zurück auf die Liebesgeschichte von Johannes Oerding und Ina Müller. Die begann im Rahmen des TV-Formats Inas Nacht, das seit 2007 ausgestrahlt und von Ina Müller moderiert wird. 2009 war der Sänger Johannes Oerding zu Gast in der Sendung. Das Paar fand allerdings erst 2 Jahre später zusammen. 2011 war Johannes Oerding der Opener von Ina Müllers Tourprogramm. Während dieser gemeinsamen Zeit wurde aus den beiden schließlich ein Paar. Dabei tauchen immer wieder Fragen zu dem freien Beziehungsmodell der Liebenden auf. Sie wohnten nicht zusammen, sind nicht verheiratet und haben keine Kinder. Doch dies schweißte Johannes Oerding und Ina Müller nicht weniger zusammen. Im Gegenteil. Zwischen den Wohnungen liegen 7 Autominuten. Ich glaube, jede Form des Zusammenlebens ist schwieriger als unsere, erklärte Ina Müller in einem Interview mit Focus Online. Auch Johannes Oerding sah die getrennten Wohnungen nicht als Problem. Sie sagt immer, du bist Chef, ich bin auch Chef. Ist halt doof. Da müssen wir uns jetzt irgendwo in der Mitte treffen. Aber es klappt seit 11 Jahren sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht zusammen wohnen, offenbarte er der Zeitschrift Gala. Dem gemeinsamen Wohnen zogen Johannes Oerding und Ina Müller die Zusammenarbeit vor. Die beiden arbeiteten an Songs und traten über die Jahre oft im Duett auf. Es läuft eigentlich sehr handwerklich ab. Die Texte schreibe ich ja nicht mit Johannes, aber wir vertonen sie dann zusammen. Wir diskutieren die ganze Zeit und schreiben den Song im Grunde zusammen am Küchentisch, erzählte Ina Müller Focus Online. Im Rahmen seiner Teilnahme an Sing meinen Song 2019 verriet Johannes Oerding, dass es dabei auch zu Streitereien über die Musik kommt. Jedoch zum Streit in einer sehr guten Art. 2022 ist der Sänger wieder einer der Künstler, die bei Sing meinen Song ihre Lieder tauschen. Johannes Oerding und Ina Müller unterstützten sich gegenseitig bei ihren Projekten und ließen dem anderen dabei genug Platz für die individuelle Entfaltung. Das Geheimrezept unserer Beziehung ist, wir lassen uns Freiräume, resümierte Johannes Oerding in einem Interview mit der Gala. Das Paar stand zwar immer wieder zu zweit auf der Bühne, gemeinsame Bilder in der Öffentlichkeit waren allerdings eine Seltenheit. Auch auf den Social-Media-Kanälen der beiden Musikstars gab es kaum Einblicke in ihre Beziehung. Jedoch unterstützten sie auch dort die neuesten Projekte des jeweils anderen. Und dies soll sich auch trotz Trennung nicht ändern, denn vom Management hieß es gegenüber Promipool: Die beiden sind trotzdem freundschaftlich miteinander verbunden und werden sicherlich auch weiterhin künstlerisch zusammenarbeiten.